Hi Leute, ich bin Bastian und mit mir werdet ihr alles rund um das Thema Trading erfahren. Ich bin selbstständiger Trader und seit mehreren Jahren in der Szene aktiv. Ihr wollt Chartanalysen, Tradingprognosen und natürlich auch Trading News, dann seid ihr bei mir genau richtig. Let's go! Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du hier wieder einschaltest. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum, wir gehen direkt rein in die Chartanalyse. Und zwar im Hintergrund siehst du hier den Daily Chart von Bitcoin. Und ja Leute, heute Nacht sind wir hier aus unserem Downtrend, den wir schon seit längerer Zeit formen, hier ausgebrochen. Was das jetzt hier bedeutet, das erzähle ich euch jetzt ganz genau im Detail und deshalb schauen wir uns heute ganz genau den Bitcoin-Preis an. Also, auf dem Daily Chart seht ihr jetzt hier Folgendes. Wir hatten hier ein schönes Breakout hier nach oben, ja, aber wurden jetzt auch relativ sehr, sehr stark wieder rejected und zwar direkt von unserem 100er EMA Ribbon. Das ist diese blaue Linie hier, die ich euch hier mal einzeichnen habe lassen, ja, durch einen Indikator. Das heißt, wir hatten hier immer wieder in der letzten Zeit in unserer Seitwärtsphase sehr große Probleme, hier überhalb unseres 100er EMA Ribbons hier drüber zu kommen. Was bedeutet das? Ihr seht es einfach auch nochmal hier ganz schön. Wir haben das hier angetestet, hatten einen kleinen Wick hier drüber, aber wurden dann wieder sehr stark nach unten hin abverkauft. Wenn wir uns das nämlich mal auf dem 4-Stunden-Chart anschauen, jetzt machen wir uns auch mal die anderen EMA Ribbons hier wieder mit rein. So, zack, zack. Das seht ihr nämlich dann hier auch Folgendes, dass wir hier eine massive bearische Candle jetzt hier reingekriegt haben auf dem 4-Stunden-Chart. Das ist jetzt erstmal kein so gutes Zeichen, ja. Aber Bitcoin hat auch in der Vergangenheit teilweise gezeigt, dass auch solche bearischen Zeichen ihnen eigentlich relativ egal sind und wir dann durchaus hier weiter nach oben pushen können. Bestes Beispiel seht ihr zum Beispiel hier, ja, und das hatten wir nämlich am 16. März, hatten wir auch ein selbes Szenario ungefähr hier gesehen. Das heißt, wir sind nach oben gepusht, wurden sehr stark wieder abverkauft, sind wieder runter in unsere Ausgangssituation gekommen und dann kam trotzdem noch mal das Breakout hier nach oben und wir haben diese Candle komplett dann hier wieder rausgenommen. Aber ja, gestern habe ich das Ganze auch noch mal auf meinem Bitbull Discord Server für meine Bitbull Member, ja, für die VIP Member gezeigt. Ich habe ganz genau gesagt, Leute, passt hier mal auf, ja, wir sind hier jetzt 4 4-Stunden-Kerzen in Folge haben wir den 50er EMA angetestet und immer wieder kam auf den Dollar, schaut euch das hier mal an, ja, auf den Dollar kam hier immer wieder Support an dieser Stelle rein. Also ihr seht schon und dann kam dieser Impuls von dem gestrigen Abend und der gestrigen Nacht. Da schauen wir uns aber gleich mal an, was mit den Liquidations passiert ist, weil da wird die Sache nämlich richtig interessant. Meiner Meinung nach sollte man hier jetzt wirklich sehr, sehr stark aufpassen. Das ist für mich jetzt noch nicht nachhaltig. Das kann jetzt komplett wieder ein Fake sein und wir rauschen hier nochmal nach unten ab, weil das ist wieder komplette Market Maker, ja, Marktmanipulation vom allerfeinsten. Also besser geht's gerade gar nicht. Das zeige ich euch dann aber gleich nochmal im Detail. Auf dem 1-Stunden-Chart seht ihr es hier auch nochmal ganz schön. Ja, wir haben 3 Stunden in Folge richtig hier. Wunderbar sind wir hier nach oben gepumpt. Aber dann auch jetzt hier wieder 3 Stunden in Folge wieder sehr stark abverkauft worden. Die Wahrscheinlichkeit ist nochmal da, dass wir auf dem 1-Stunden-Chart möglicherweise unsere wichtigen $41.890 antesten. Was bedeutet das? Die $41.890 müssen jetzt als Support bestätigt werden. Das seht ihr hier nochmal ganz schön und ich habe auch im gestrigen Video gesagt, Leute, ich gehe davon aus, dass wir hier wieder ein Breakout sehen. Deshalb unbedingt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, schaut hier unbedingt mal rein. Unten einfach gerne dem Video einen Daumen nach oben da lassen. Vielen lieben Dank für 7000 Aufrufe. Abonnieren und die Glocke hier auf alle stellen, damit ihr nichts mehr verpasst, weil das ist jetzt wirklich, ja, der nächste Bullrun kann hier wirklich starten, obwohl sehr viele Leute einfach sagen, ja, nee, wir gehen runter auf $20.000, aber es sieht im Moment wirklich sehr gut aus. Deshalb $41.890 war hier an dieser Stelle Widerstand. Es war hier längere Zeit sehr, sehr starker Support und das wünsche ich mir jetzt einfach auch wieder jetzt hier von Bitcoin, dass er das ganze Ding als Support bestätigt, wir hier ein bisschen vielleicht noch seitwärts gehen und dann der nächste Move kommt. Trotzdem sind weiterhin $44.500 unser weiteres Key-Level, weil auch wenn wir uns jetzt hier mal die anderen Charts mal ein bisschen anschauen, hier selbst auf dem großen 4-Stunden-Chart, da können wir auch auf den Daily-Chart rein, sind wir weiterhin in unseren Ascending Triangle, Leute. Ihr seht es hier ganz gut, wir sind hier weiterhin in unseren Ascending Triangle und solange wir hier nicht überhalb der wichtigen $44.500 hier drüber kommen, ja, das sind diese wichtigen Hochs hier,
Solange wir diese nicht rausnehmen, kann das ganze Ding noch sehr langweilig werden, ja, und das kann uns noch hinziehen bis Anfang Mai, ja, also bis in die erste Maiwoche kann uns das hier jetzt noch verfolgen, das ganze Ding. Deshalb da unbedingt mal aufpassen, was dann hier passiert. Deshalb wollte ich euch dann hier auch nochmal zeigen, wenn wir hier unsere Linie von unserem obersten Highpunkt jetzt hier mal setzen. Ihr wisst ja, ich habe ja hier diesen Punkt angelegt, dann nochmal diesen Punkt, weil ich einfach mehr Touchpoints hatte und diesen Punkt, da hatten wir dann ein, ja, knappes Breakout jetzt hier dann gesehen, aber wenn wir hier nur zwei Touchpoints anlegen, also das Hoch von unserem All-Time-High und das Hoch einmal hier unten, dann sehen wir nämlich hier jetzt Folgendes, dass wir auf dem 4-Stunden-Chart möglicherweise jetzt hier einen perfekten Retest gesehen haben. Das heißt, wir brechen raus, wir gehen nochmal runter, wir haben dann nochmal einen kleinen Weg hier nach unten gesehen, haben die 50er EMA als Support angetestet und haben jetzt aber auch diese Linie als Support bestätigt und sind jetzt hier weiter nach oben hin durchbrochen. Und ihr wisst ja, Breakout, wir gehen nochmal nach unten und wenn dann dieses Hoch hier rausgenommen wird, ist das Breakout confirmed. Was bedeutet das? Das Breakout ist dann einfach bestätigt und es kann durchaus dann möglich sein, dass wir hier höhere Preise noch erwarten. Aber diese Candle ist halt nicht so gut, deshalb heute unbedingt aufpassen und schauen, was Bitcoin macht. Kleiner Rücksetzer wäre noch möglich, solange aber jetzt hier diese wichtigen 50er EMA Ribbons halten, sieht das wirklich sehr gut aus. Dann gehen wir rein und schauen uns jetzt einfach mal an, was ist denn gestern eigentlich passiert? Also warum kam denn jetzt diese Candle zustande? Ja, weil ohne Grund geht es ja nicht, keine Ahnung, um 2000 Dollar einfach nach oben. Und zwar, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, seht ihr nämlich jetzt hier Folgendes. Das ist unser High Block Liquidation Level. Das heißt, ihr seht hier, wo unsere Liquidations liegen von unseren Short Positionen und wo unsere Liquidations liegen von unseren Long Positionen. Und gestern konnte man gut sehen, es waren sehr viele Short-Positionen über uns, aber auch sehr viele Long-Positionen. Also es war gestern eigentlich ein 50-50-Ding, wo die Market Maker das Ding hindrücken werden. Und zu gut, ja, zu uns zugute ist jetzt das Ganze nach oben hingedrückt worden. Und wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, so sieht nämlich der High-Block im Moment jetzt aus. Das heißt, hier sind sehr viele Long-Positionen auch wieder dazugekommen und das ist wieder das Spiel der Market Makers. Ich habe da auch ein sehr, sehr schönes Video dazu gemacht und jetzt erkläre ich euch einfach nochmal kurz in ganz kurzen Überblick, wie das Ganze zustande kommt. Das heißt, die Market Maker drücken den Preis in eine gewisse Richtung. In dieser Richtung wollen sie so viel Liquidation abfischen, wie es nur irgendwie geht, weil dadurch machen die Market Makers Geld und damit kommen wieder neue Positionen und neues Kapital in den Markt hier hinein. Das heißt, die Market Makers sind daran interessiert, sehr große Moves zu machen, sehr viele Leute in Long-Positionen wieder reinzuholen, weil viele Leute dann sagen, boah, Market Order, schnell Market rein, ja, weil wir pushen jetzt nach oben, das ist jetzt diese initiale Kerze, jetzt gehen wir auf 60.000 Dollar, was natürlich kompletter Humbug ist, aber viele Leute denken das. Und sie buttern dann mit Market Orders rein, teilweise mit 50x, 60x, 100x und dann kommen diese großen Spikes hier jetzt wieder zustande. Und das bedeutet, die Market Maker haben das ganze Ding nach oben gedrückt und haben es dann aber wieder sehr schnell nach unten abverkauft. Das heißt, sie haben erst die ganzen Short-Positionen von gestern, ja, also diese ganzen Short-Positionen, wo ihr hier seht, die wurden komplett alle rausliquidiert und haben dann aber gleichzeitig wieder im Nachgang wieder Short-Positionen rausliquidiert. Also deshalb müsst ihr aufpassen, immer wieder Gewinne realisieren, wenn ihr im Profit seid, schließt vielleicht auch sogar eure Position, aber realisiert immer Gewinne in so einer schwierigen Marktphase. Und wenn wir uns das Ganze jetzt auf der Liquidation Web einfach mal hier angucken, dann seht ihr auch Folgendes, was passiert ist. Wir hatten den Anstieg gesehen, Short Position, hier knappe 9,82 Millionen Dollar an Short Position rausliquidiert, aber, und jetzt kommt, dann kam wieder die Korrektur und dann ging das Spielchen wieder von der anderen Seite los, ja. Dann wurden hier wieder sehr viele Long-Positionen rausliquidiert. Und deshalb müsst ihr da unbedingt aufpassen, wenn ihr im Profit seid, setzt euren Stop-Loss auf euren Entry, setzt euren Stop-Loss möglicherweise dann auch leicht in den Profit oder in den Teilprofite. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, weil sonst werdet ihr so schnell hier rausgerackt, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Crypto Fear and Greed Index wird sich wahrscheinlich nicht allzu viel verändert haben. Ja, willkommen bei 26 Punkten. Also da könnt ihr auch immer mal ein bisschen mit drauf schauen. Aber ich persönlich sage euch weiterhin, wir werden das definitiv noch etliche Wochen jetzt hier mit diesen Fear and Greed Index hier sehen. Dann gehen wir noch kurz rein, schauen uns einmal den Ethereum-Preis an, wie es hier aussieht, ob wir hier auch so eine krasse Candle nach oben gesehen haben.
Ja, aber Ethereum hält sich sehr gut. Einzige Problem, das wir wieder haben, gestern im gestrigen Video habe ich euch das auch erklärt, wir müssen über die 3000 US-Dollar drüber kommen. Und hier auch wieder, ja, genau auf unseren 100er EMA Ribbon, Leute. Also, das ist jetzt hier wirklich, ihr dürft diese Videos nicht verpassen. Gebt dem Video wirklich gerne einen Daumen nach oben und teilt auch das Video in anderen Gruppen, damit hier so viele Leute das jetzt hier mitkriegen. Und zwar, ihr seht jetzt hier auch nochmal ganz schön, diesen Downtrend auf dem Daily Chart haben wir uns schon, ich glaube, seit Wochen angeguckt. Ja, seit Wochen haben wir uns den angeschaut. Ich habe gesagt, Leute, es sieht hier aus, als würden wir hier einen schönen Retest sehen. Und das Preisziel wäre dann hier oben bei unserer wichtigen Widerstandslinie, die gelbe Linie hier und die 3266. Aber wir müssen es schaffen, hier über die wichtigen 3000 Dollar drüber zu kommen und vor allem dann über diese EMA Ribbons, über den 100er und den 200er. Und wenn wir uns das auf den 1-Stunden-Chart mal anschauen, dann sehen wir hier folgendermaßen, was passiert ist. Wir haben hier auf den 1-Stunden-Chart ein schönes Breakout gesehen. Wir hatten dann hier auch 2 Stunden lang dann wieder einen kleinen Abverkauf. Nicht so krass, wie wir es bei Bitcoin gesehen haben. Und wir testen jetzt genau hier wieder die 3000 Dollar an. Das heißt, wir traden bei 2991 US-Dollar. Und die Vergangenheit hat uns einfach immer wieder gezeigt, dass die 3000 US-Dollar ein sehr wichtiges Level sind. Ja, einmal hier angetestet, nochmal angetestet, Konsolidierungsphase, nochmal angetestet als Support, Widerstand gewesen. Das heißt, die 3000 Dollar, da müssen wir so schnell es geht einfach drüber kommen. Ganz wichtiger Punkt für Ethereum. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch die Bitcoin-Dominanz an, weil gestern die Altcoins haben gestern wirklich sehr gut performt. Ja, lag dann aber auch daran, dass wir hier gestern so einen kleinen Dip nach unten gesehen hatten bei den Altcoins. Ja, und jetzt hier seht ihr, wenn aber Bitcoin nach oben steigt, haben wir das Ganze hier auch wieder wunderbar nach oben jetzt hier gepusht. Also, wir halten uns jetzt hier zwischen unseren 43% erstmal. Wir haben dann hier jetzt auch den EMA Ribbons gut als Support reingekriegt bei der Bitcoin-Dominanz. Wenn Bitcoin weiter nach oben ballert, wisst ihr auch ganz genau Bescheid, dass einfach die Altcoins sehr gut performen. XRP hat sehr gut performt, Chainlink genauso. Ich sehe es hier auf meinem rechten Bildschirm und Luna. Ja, also da solltet ihr einfach mal die Altcoins ein bisschen im Auge behalten. Ihr könnt auch die ganzen Altcoins sehr gerne traden mit VMAX. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das Ganze jetzt hier nicht mehr verpassen wollt, schaut unbedingt einfach mal auch hier bei mir bei bitbull-trading.com vorbei. Wenn ihr da nämlich Bock drauf habt und hier nichts mehr verpassen wollt, die ganzen Chartanalysen, ja, wir haben uns das gestern, den Ausbruch, und wir haben uns das Szenario angeschaut gestern auch in unserem Bitcoin-Channel auf unserem Discord-Server, ja. Vereinbart gerne ein kostenloses Erstgespräch, ist komplett kostenlos und lasst euch diese wichtigen Chancen jetzt hier mit dem nächsten Bullrun jetzt einfach nicht entgehen. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und wenn ihr kostenlose Infos weiterhin noch haben möchtet, dann geht auch mal hier in meine Telegram-Gruppe rein. Hier habe ich auch noch mal ganz wichtige Infos für euch reingepostet hier gestern Abend. Ja, und vielleicht schaffen wir es ja heute, die 10.000 Member hier voll zu machen. In diesem Sinne, bleib gesund, pass auf dich auf. Vielen lieben Dank für deinen Support. Und dann gibt es morgen wieder um 20 Uhr einen riesengroßen Livestream. Falls heute irgendwie was noch mal Krasses passieren sollte, gibt es vielleicht heute schon einen Livestream. Schauen wir mal. Aber morgen definitiv 20 Uhr hier auf meinem Kanal. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Dein Basti. Ciao, ciao.